Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Ja, ich bin wieder da und meine Stimme ist endlich auch wieder da heute am Freitag, wo ich auch aufnehme. Und heute werden wir nämlich dahin gehen zu Roshadi von Hast du dich gesehen? Und da die Quest machen, was auch immer die Quest war. Was war die Quest? Brenne das Ilza-Lager nieder, okay. Easy. Habe ich wahrscheinlich schon gemacht, zweimal, aber egal. Doppelt hält besser, Freunde. Sag ich immer wieder. Ich will meine Pfeile wieder haben. Dankeschön. Ein Holzpfeil kriege ich wieder. Ich habe zwei geschossen. Unfair. So, wir müssen einfach nur dahin gehen. Komm. Das kriegen wir easy hin. Ich würde aber am liebsten reiten. Der ist schon wieder tot. Ist er auch irgendwann mal lebendig oder so? Ich sehe dich jedes Mal nur tot in der Folge. So. Irgendwer braucht Hilfe, ich höre irgendwelche Schreie, die ignorieren wir gekonnt. Weil ich bin hier kein Samariter. Ja, das ist sowieso ein Panther, der tötet sie schon. Da muss ich nicht viel machen. Alles gut. Ja, wir können den Stein gerne einsammeln. Habe ich das getan? Nein. So. Wir müssen auch ein bisschen Holz sammeln, ne? Wir haben nicht mal im Lager mehr Holz. Ist ein bisschen bitter. Hallo? Südahorn. Ich will Adlerholz, oder wie auch immer das heißt. Ach komm. Du bist eine Katze. Katze könnt ihr ja wohl klettern. Du hast Krallen. So. Na, wenigstens kannst du gut gegen Steine laufen. Gut, dann gehen wir hier runter. Klettern kann er nicht. Ich weiß nicht, wie er damals zu Anfang, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, da auf den Berg raufgekommen ist. Aber anscheinend kann er sich teleportieren. Oder er läuft sehr schnell außen rum. So. Er kann sich teleportieren. Meine Fresse. Wieso kannst du das nicht mit mir auf dem Rücken machen? Hätten wir es beide viel einfacher. So. Stimmt, er hat Angst, dass er jetzt gejagt wird von denen, ne? Und wir machen die jetzt kaputt. Das war der Deal. Wieso helfen wir dem Typ nochmal? Ich hab das Feuer, ne? Eigentlich können wir ihn verrecken lassen. Le Feuersturm. Okay, es ist noch ein bisschen weit weg. Achso, niederbrennen, ne? Ach, ich muss ja gar nicht alle töten, ne? Ich kann ja ganz gechillt Feuerpfeile schießen. Das machen wir auch. Hey! Achso, ich wollte schon sagen. So. Aber wir gucken trotzdem, wo die ganzen Gegner sind. Wir brennen das Feld nieder. Was? Was ist denn wenn ja? Ich kann die doch nicht alle abfackeln, oder? Oder? Wieso eigentlich nicht? Ich meine. Wo? Er ist klassisch. Ja, lock sie doch her. Oder töte sie. Okay. Wir fackeln einfach alles ab. Das ist der Deal, Freunde. Ja, ist der Deal. Hier machen wir keinen Stress. Ich sollte sie anzünden. So. So. Ich wollte sagen, wieso steigert sich das nicht? Ihr lauft doch weg! Du bist frei! Frei? Ja, frei! Hast du richtig verstanden? Es klettert hoch, verdammt! Oh Gott, wird gesehen! Okay, die geraten natürlich zurecht in Panik. Okay, den fackeln wir ab, den Typen. Oder fuck jetzt von alleine. Oh Gott, ich werd gesehen. Okay, was gibt's denn noch so zum Abfackeln? Und irgendwo steht da oben, ne? Mir Wumpe. Ich gehe hier lang. Ja, ich habe nur noch ein bisschen Räuspeln. Was ich nicht verstehe, ist, dass ich keinen Husten habe. Normalerweise habe ich nach einer Erkältung am Husten, aber heute mal nicht. Oh, ein Feld.
Vergesst jedes Mal das Zeug anzuzünden. Ah. Mein Tier ist tot. Keine Ahnung warum. Okay. Fanden die wohl nicht so nice, dass ich ihn nicht getroffen habe. Kann ich verstehen. Auch nicht so schön. Da hinten, der Tölpel da hinten. Dick wie ist, Alter. Oh, da steht ja jemand auf dem Dach. Was wohl passiert, wenn man es abfackelt? Er gerät in Panik und läuft runter. Menschliches Verhalten. Bin begeistert. Hat er mich gesehen? Die haben mich gesehen. Scheiße. Na, scheiße. Ich hab's doch fast geschafft. Was kann ich noch abfackeln? Lass mich in Ruhe. Ah, ich sehe schon. Jetzt zünd den scheiß Pfeil an. Ah, ich muss erstmal nachladen. Hehehe. Ah, jetzt lad nach. Kannst du ja vorher anzünden. Ich glaube, die haben mich verloren. Gut, ich bin auch sehr verwirrt durch die Gegend gelaufen, ne? Einfach nur noch wegschleichen. Guckt sie euch an, die Verwirrten. Wie sie alle auf dem Haufen liegen. Oder sitzen, stehen. Jetzt eine schöne Bazooka, weißt du, oder ein schöner reinhauen. So, easy, geklärt. Müssen wir zurück. Hast du Auftrag? Nö. Ja gut, dann werden die wohl jetzt nicht mehr jagen. So, Freunde. Die Ilse-Heimat. Auf geht's. Huhuhu. Höchstwahrscheinlich leben alle wieder im Dorf. Ne, wir sind im Dorf, okay, alles gut. Ist mein Dorf. Es ist komplett leer, aber egal. Ich habe gerade ein Tier gehört. Naja. So, ich brauche irgendwie einen Ausgang. Mann, wieso habt ihr auch einen Zaun aufgestellt? Ah. Damit kann ich leben. Und ich lauf. So. Dahin. Oder auch nicht. Hä? Ach, das hier ist der Weg. Da oben ist irgendwo eine Maske. Nehme ich natürlich mit, wenn ich schon in der Nähe bin, ne? Wäre doof, wenn nicht. So. Der Speerfuzzi. Er ist wieder da. Bist du ein Feind? Gegen wen oder was kämpft ihr da? Da ist ja noch jemand. Achso, die waren auf der Jagd. Sag das doch. So, wo ist die andere Leiche? Ich will nur mein Speer wieder haben. Ich will auch Regierungssinn. Ach, dahin. Los, friss dich satt, mein Kleiner. Friss dich satt. Ich hab auch ein Speer. Haha. Pfeil ins Knie. Stadtwache. Ich glaube, wir mussten da lang. Hallo Bärli. Dreh dich mal um. Oder auch nicht. Ja, aber dein Zeug nehme ich gerne mit. So, alles mitnehmen, was geht. Rotblatt, Feuerstein, Hartholz. Wo krieg ich denn nochmal das Adlerholz her? Hm? Na, Kackvogel. Verzieh dich. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt. Brav.
So, man muss nur sagen, dass man sie kaputt macht und dann hauen sie ab. So wie die Affen. Ich mach euch kaputt! Das war keine Drohung. Das war ein Versprechen. Zu viele Affen. Kann ich alle töten. Die Ilzerheimat. Mach dir keinen Kopf, Elefant. Ich schleiche hier nur durch. Und nimm mir das gelbe Zeug mit. Das magst du nicht, oder? Da frisst er das rote Zeug. Den harten Stoff. So, rette ein Mammut und durchbrich die Tore. Musst du gerettet werden? Ja, gut. Achso, reite ein Mammut. Ich hab dich gerettet, mein Freund. Du gehörst jetzt mir. Ist ein bisschen offensichtlich, oder? Okay, wir gehen weiter mit dem Elefanten. Wäre ja gerne schleichend hier durchgegangen, aber offensichtlich ist das nicht möglich. Wir wurden ja gewarnt. Huch, was haben wir denn hier? Mach kaputt! Ja. Okay. Aus dem Weg, ihr Schlampen! So, ich nehme am besten mal meinen vollen Bogen in die Hand. Da gucke ich gleich mal nach, was da drin ist. Ach so! Da seid ihr, Schlawiner! So, Headshot. Oh, was? Wo kommt der denn her? Okay. Wieso auch nicht? Komm, ich brauch dich nicht. Den Rest mache ich spielend leicht alleine. Tja, Hauptsache alles kaputt machen. So gefällst du mir. Ja, hier war Fleisch drin. Wieso sollte man Fleisch einsperren? Seht ihr nicht mehr ganz dicht im Kopf? Oh, der macht alleine weiter. Los, mein Großer! Auf ihn! Ich bin dein Freund. Da ist nur eine Tasche, okay. Eigentlich muss man hier durchreiten. Ja, du bist frei. Was ist das denn? Ach, ein Pfeil. Ach, mein Pfeil. Was? Naja, du siehst mir wirklich aus wie Rambo, Alter. Dich kann ich gebrauchen. Okay. Würdest du schleichen? Du wirst so eine große Hilfe sein. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Bist du irgendwie krank oder so? Ja, lauf da hin, komm, das gucken wir uns an. Was zum Teufel macht der da? Der Typ ist nicht ganz koscher im Kopf. Jetzt wird er vom Wolf zerfetzt, oder was? Scheint so. Okay, holen wir uns mal die Ilzerlein. Hier lebt er immer noch. Was machst du da? Hast du gerade den Moonwalk erfunden? Jo. Ja, ich störe dich mal nicht weiter bei was auch immer du gerade tust. 700 fucking Meter. Wir gehen da hinten hin. Ich brauche ihn nicht. Haben wir alles, was wir hier verbrauchen? Ja. Oh komm, behalten wir gleich. So, das hier ist also der Scheiß, okay. Das Leuchtfeuer werden wir uns holen und da ist wahrscheinlich irgendwo noch
Also eine Siedlung von denen, die wir kaputt machen müssen. Diese. Was prügeln die sich da hinten? Aber ein Wolf, okay. Wo wir alle ausräuchern müssen. Und dann gehört sie uns. Die Ilzer werden hier niemals leben. Nie wieder. Außer der Typ, der mir gehört, der darf da leben. Der will sich da wie zu Hause fühlen. Vielleicht kann er mein Anführer werden. Also nicht mein Anführer, sondern der Anführer dieser Gegend. Okay, das könnte ein bisschen schwerer werden. Also viele sind da gar nicht, ne? Ich sehe auch kein Tank. Oh. Und irgendwo soll der sich hier befinden? Ich dachte, er wäre genau da. Surprise! Okay, es wird dunkel, das ist sogar perfekt. Macht der Typ da? Gut? Bist du geisteskrank? Ja, easy. Solche Gegner lobe ich mir. Will noch jemand seinem Beispiel folgen und zu mir kommen? Das wäre echt geil. Okay, ah, jetzt sehen wir die Position. Sehr schön. Bitte was? Wie habt ihr mich gesehen? Hier werden sie mich nicht finden. Ich glaube, sie haben mich gefunden. Nein, ich lass mich töten. Ich will das sneaky machen. Komm, Mr. Blitzmann. Oder ich renne einfach hin, befreie sie und hau ab. Was ist los, Alter? Was ist los? Ihr könnt mir gar nichts. Tür? Ja, ja. Red ruhig leise. Die wissen nicht, dass ich hier bin. So. Alter, geh nach Hause. So, dann futtern wir mal kurz was. Au, was soll das? Ich steck fest! Aha. Ich brenne. Nein! Das war ein bisschen zu einfach, oder? Au, was zum? Hey! Ha! Okay. Ich lauf einfach weg. Nö. Ich lauf einfach weg. Was wollen die schon großartig tun? Ha! Alles Idiot. Okay. Beim nächsten Dorf gehen wir aber geschmeidig vor. Ich meine, es ist auch eine Variante. Es ist zwar die billigste Variante, die ich gerade auf Lager hatte, aber es hat funktioniert. Was zum? Genauso. Willst du es auch wagen? Nein. Hab ich mir fast gedacht. Was zum? Jetzt hau ab! Ich will meinen Stab wieder haben. So. Ich wollte auch noch mal kurz was. Ihr wagt es nicht wiederzukommen, oder? Na? Noch ein Freiwilliger, der aufs Maul will? Hab ich mir fast gedacht. So, vor allem ist er jetzt nur noch alleine. Und alleine wird er niemals überleben. Es sei denn, er schisst. Es sei denn, er scheißt Raupen, ja. Nein, es sei denn, er frisst Raupen. Weil jagen kann er, glaube ich, nicht alleine, denn die machen ja immer Hinterhalt und so, ne? Ja gut, wobei das sah gerade eher so aus, als hätten sie, dumm wie sie sind, einfach auf mich zugestürmt.
Aber so machen die es halt, ne? Das war mir zu hell, sorry. Habt ihr was Schickes für mich? Vielleicht sollte ich die Leute looten. Tierfett war schon mal scheiße. Oh, was haben wir hier? Das ist eine Jauchegrube. Ich glaube eher eine Pissgrube. Darkru-Grube. Ich glaube, Darkru heißt so viel wie Pisse, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Keine Ahnung, wieso ich da jedes Mal ins Menü gehe. Fragt mich nicht. Ich weiß es selber nicht. So, da wären wir also. Befreie die Venger. Na toll. Wir haben das große Dorf zuerst angegriffen. Wahrscheinlich nur zwei Mann drin oder so. Das hört sich mir als nach zwei an. Okay. Habt ihr vielleicht auch Tiere oder so? Komm, hol wir dich zuerst. Wie? Achso. Dann schauen wir mal. So, bist du nicht markiert? Ach, guck mal, die kämpfen da hinten. Macht euch schon mal kaputt. Ich komm gleich und bring's zu Ende. Ich muss nur herausfinden, am besten wie. Ich sehe hier aber einen kleinen Weg, den wir raufgehen können. Okay, da hinten haben wir ein Horn und da ist ein Horn. Und eine Taube auf dem Dach. Also weit kann ich nicht schießen. Ah, hier ist ein Schleichweg rein. Hier war doch irgendwo der Dicke. Wo ist der hin? Er ist gewagt, durch sie durchzuschießen, ne? Take down. Geht ab. Wieso sehe ich den Typ nicht? Oder ist es der da? Nee, das ist eine Person, die ich noch nicht kenne. Okay. Noch irgendwelche hohen Menschen da? Ich komme auch kurz nach. Okay, da war die fehlende Person. Du Scheiße, da war ich gerade. Oh oh, sie kommt zu mir. Ich kenne den Elefanten. Ist das gut? Oh, oh. Ich glaube, das ist sehr gut. Hallo. Okay. Easy. Der Elefant war sehr großzügig. Nur ich glaube, der wird mich auch töten wollen. Der scheint nicht so nett zu sein. Nur so zur Not. Ey, wo kommt der überhaupt her? Ist aufs Maul oder was? Hab ich mir gedacht. Einfach umfallen, wenn es hier Stress gibt. So, sie sind frei, Madame. Und da ist noch ein Lagerfeuer. Hä?
Wo ist hier, das Ding oder was? Naja, okay. Gibt's anscheinend ein Lagerfeuer, das ich nicht kenne. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, ich sammle hier noch fröhlich die Reste ein. Ich finde den Elefanten sehr cool. Vor allem, weil er dann einfach umgefallen ist, sobald er fertig war. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder zu einer neuen frischen Folge von Far Cry Primal. Ja, jetzt lass mich durch, verdammt. Wie willst du da hochklettern von dieser Seite aus, hä? Wie willst du das schaffen? Bin ich sogar zu fett, um da durchzukommen. Und dann sehen wir uns nämlich da ganz hinten wieder. Oder da. Ja. Ich glaube nämlich, dass hier der Tempel ist. Es sieht so templig aus. Das heißt, wir gehen von da aus nach da und dann dürften wir wahrscheinlich den Tempel angreifen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.